Das nehmen wir rein. Einmal zum Schrottplatz rüber. Und dann wird nochmal Geld verdient. Okay, mit der Arbeit beginnen. Das hätte ich mir eigentlich sparen können mit dem Energy Drink, weil er jetzt automatisch wieder hochgehen wird beim neuen Tag. Wobei hat er jetzt nicht gemacht. Okay. Was soll's, den Bonus hatte ich schon mitnehmen können. Oh, jetzt habe ich sogar Bonus verschenkt, ne? Weil ich nicht direkt genommen habe. Oder doch, doch, doch. Ich habe nichts verschenkt. Egal, alles gut. So. 8.05 Uhr. Wir haben erst in 23.55 wieder Training. Altes Haus. Das heißt, wir können da nochmal was essen gehen. Besuchen die Mutter nochmal. Interessiert sich gar nicht, dass wir seit langem wieder mal da sind. So, dann nehmen wir uns ein Kochset. Die will jetzt pennen gehen. Ja, schön. Viel Spaß. Ciao. Und dann gehen wir mal rüber zur Bobos Farm und arbeiten da doch nochmal, damit wir das Geld zusammenkriegen. Hätte eigentlich gedacht, dass wir es schaffen, hier nicht mehr herzukommen. Aber ist nicht der Fall. So, yo. Okay. Rechts. Links. Ich liebe diesen Stream. Ich liebe es auf Twitch und auf YouTube. Auch Twitch zu streamen und die Videos auf YouTube hochzuladen. Wow. Okay, das war's. Kein echtliches Schleimschlagen mehr. 11 Stunden 55. Bedeutet, wir fahren jetzt erstmal wieder zu Apu. Haben ein bisschen Kohle verdient. Einmal ran da an den Speck. Kaufen. Und die Limonade können wir auch erfüllen. Und wir haben noch 418 Dollar. Wow. Aber ein bisschen Limo können wir uns noch reinpfeifen. Die lasse ich jetzt erstmal, wenn über Nacht nämlich wieder ein Update kommt. Hier oben, dann brauchen wir die nicht mehr. So, einmal nach Hause. Und weiter geht's. Einmal hier rein. Einmal an den Kühlschrank. Auffüllen. Jetzt legen wir uns nochmal schlafen. Füllen das soweit auf. Ah gut, 8 Stunden noch ungefähr. 7,5. Bis wir weiter trainieren. Ich würde sagen, wenn das der Fall ist, dann können wir eigentlich wieder auf die Langhantel gehen. Machen da mal weiter. Auch wenn wir Gewandtheit brauchen, aber das können wir auch gleich noch machen, falls sie die Zeit haben. So, ich muss mindestens 1,5 Stunden vorher nochmal runter. Ich würde sogar sagen, das machen wir jetzt. Dann können wir nämlich nochmal ein bisschen schlafen gehen für die Energie. Das sieht gut aus. Ich glaube, das von der Zeit haben wir diesmal richtig gut abgepasst. Sogar 15 Minuten nur noch. Dann gehen wir einmal kurz raus, können den einen Snack noch nehmen, damit die... Ah ne, den Snack habe ich gar nicht mehr mit. Und ich glaube... Auffüllen tut er nicht mehr richtig. Schade. Egal, ich glaube, das sollte reichen über den Tag. So ein Snackautomat so wäre hier auch nicht schlecht. Vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Mal schauen. Wenn hier nochmal raufgehen, Hauptsache die Zeit verplempert. So. Und weiter geht's mit dem Training. Einmal ein bisschen Geld verdienen. Gleich können wir auch wieder Polizeiarbeit machen. Unterhalten. Wobei, das ist nicht viel. Aber wir trainieren erstmal. Ich will wissen, ob wir das mal hinkriegen, hier voll zu machen. Unterhalten können wir uns immer noch gleich. Das können wir auch am nächsten Tag machen. Finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Hauptsache, hier ist voll. Das ist mir eigentlich am wichtigsten. 5-mal müssen wir schaffen. Nahrung sieht ein bisschen kritischer aus. Aber jetzt ist schon über die Hälfte. Na, mal gucken. Ich habe leider auch diese Riegel nicht mitgenommen, dass wir nur essen müssen. Oder Donuts hätte ich auch mitnehmen können. Das wäre eigentlich schlau. Ich glaube, ich hole beim nächsten Mal lieber Donuts. Ich glaube, das ist besser. Denn jetzt hat er Hunger. Wir haben nur noch 2,5 Stunden. Das wird mega, mega gefährlich. Richtig auffüllen, das Essen tut er damit nicht. Wir werden heute wahrscheinlich wieder nicht vollkriegen. Was ist denn, wenn ich jetzt einfach zur Polizeistation schnell fahre? Und wieder Donuts kauft. Das sollte doch auch gehen, ne? Ja, klappt auch. Okay. Dann gehen wir einmal hoch. Holen uns die Donuts aus dem Automaten. Da können wir nämlich gleich so weiter trainieren. Wobei jetzt, ganz ehrlich, die Dinger brauchen wir schon wegen hier oben. Den hauen wir uns auch nochmal rein. Nehmen wir uns den Donut. Dann kaufen wir uns nochmal voll von Donuts. Und dann hauen wir uns die mal weiter rein. Einen auch noch. Und dann lassen wir jetzt immer 2 Donuts und 2-mal Energy Drinks bei uns drin. So, zurück zum Fitnessstudio. Keine Minute verloren, das ist gut.
Und dann trainieren wir weiter. Und jetzt haben wir wieder die Chance, das vollzukriegen. Ich hoffe, das klappt. So, 2 Stunden haben wir. Ja, das klappt. Das klappt. Leicht und locker. Jetzt haben wir es geschafft. Wir werden das hier leider nicht hinkriegen. Die letzten 5 Minuten können wir nochmal reden. Das müssen wir beim nächsten Mal auch unbedingt machen. Und dann werden wir wahrscheinlich nicht komplett trainieren können. Aber was soll's. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall den nächsten ran. $500 haben wir. Wobei, wir arbeiten jetzt nochmal bei der Polizei gleich. Und dann holen wir uns den nächsten ran, indem wir was kaufen auf dem Schrottplatz. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja. Okay, dann machen wir mal hier weiter. Die Gewandtheit in der Mitte auch noch zu erhöhen. Sollte uns bei den Kämpfen auf jeden Fall helfen. Und wenn wir das 5. Sportgerät haben, dann werden wir uns noch den 5. Mann dazu holen hier zum Trainieren. Und dann werden wir auch mehr mit dem Neurotrainer arbeiten im Fitnessstudio. So, die Schicht beginnt gleich. Ich kann jetzt schon aufhören, weil ich sehe schon, das wird nichts mehr. 3 Stunden werde ich schon alleine essen gleich. Da gehen wir nochmal schlafen. Das kostet nämlich auch wieder Zeit. Jetzt muss das so aufhören, dass wir genau 1,5 Stunden noch haben. Dann wäre das perfekt. Aber es wird... Ah, 10 Minuten verloren. Schade. Egal. 10 Minuten sind okay. So, einmal schnell zu Apo rübertrampen, damit wir nochmal genug Energy Drinks kriegen. Kaufen. 2 Stück haben wir in der Tasche. Das lassen wir aber auch erstmal. Wir haben ja noch genug. Und das füllt sich auch sehr gut auf. Also ist nicht so ganz so schlimm, wenn das jetzt hier irgendwo ist, glaube ich. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Aber wir halten es trotzdem auf grün. Wir schauen mal. So, wir fahren für $5 wieder zur Polizei rüber. Und starten unsere Schicht. Und jetzt werden wir viel Streife laufen. Wir haben ja auch alles voll hier. Und sehen zu, dass wir heute mal mehr Geld verdienen. Okay, dann starte mal. Training muss auch besser werden. Auch hier oben sind wir auf 0, aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Wir werden es auf jeden Fall beobachten, ob wir den hier vollkriegen. Wenn wir den nicht vollkriegen damit, dann hängt das auch damit zusammen. Mal schauen. So, wieder Streife gelaufen. 6,45 hatten wir noch. Mal gucken, wie lange eine Streife dauert. Das werden wir nicht schaffen. Das werden wir nicht schaffen. Es liegt echt... Na, wobei... 2 Stunden... Doch, das könnten wir hinkriegen. Auch wenn der Knilch wieder Hunger hat. Aber das sollte damit behoben sein. Wir laufen mal weiter auf der Streife. Na, wobei... Wir werden das nicht vollkriegen. Schade. 1 Stunde 50. Das kann ich höchstens... Ja, Papierkram. Damit könnten wir es schaffen. Und dann könnten wir nochmal an den Schreibtisch gehen und sozialisieren. So, haben wir voll gekriegt. Dann müssen wir jetzt zusehen, dass das nochmal voller wird. Ich glaube, dann können wir... mehr auf der Straße machen. Dienst ist vorbei. Okay, beim nächsten Mal werden wir wieder Probleme kriegen bei der Polizei. So, Apus Laden. Brauchen wir denn irgendwas? Ja. Donuts brauchen wir. Die können wir nämlich schon mal holen. Aber wobei, momentan sind sie nicht wichtig. Aber wir müssen eigentlich sowieso nicht mehr zurück zur Polizeistation. Also können wir uns das Busgeld sparen. Nochmal 2 Donuts in petto. Quatsch, nicht in Apus Laden. Dann fahren wir sonst einmal hier hin. Das ist nämlich mehr auf dem Weg. Sparen auch wieder Geld. Dann gehen wir an den Kühlschrank. Gehen einmal kurz schlafen und füllen unsere Energie auf. Dann essen wir nochmal und dann gehen wir gleich wieder arbeiten. Die Frage ist, ob wir auf dem Schrottplatz arbeiten oder bei Bobo. Aber ich glaube, auf dem Schrottplatz werden wir noch Zeit haben. Einen Energy. Dann können wir eigentlich nochmal... Ja, ein Kochset können wir uns noch reinpfeifen. Und dann fahren wir auch nochmal rüber zu Apu. Und kaufen uns da nochmal Kochsets voll, bevor wir jetzt den Trainer kaufen. Um zu sehen, wie viel wir noch haben. Den Energy können wir uns noch holen. Und $151 hätten wir dann noch. Ich finde das sogar okay. Also machen wir das. Dann kaufen wir uns jetzt den nächsten Trainer. Weiter geht's. Schön. Kaufen. Und ich würde sogar sagen, ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Schön wäre es natürlich. Weil das sogar ausgeglichener ist. Aber ich möchte ja das im Moment trainieren. Also wir nehmen den erstmal mit. Den Rest können wir jetzt nochmal arbeiten. Gleich wieder $44 verdient. So. Die werden wir uns auch noch mitnehmen. Schön. Genug für heute, Genosse. Gut. Ich will mal kurz gucken, wie das aussieht. Könnten wir eigentlich machen. Komm,
Wir geben das Geld mal kurz aus für die Fahrt dorthin. Ich will nämlich sehen, wie das aussieht. Da ist das Ding. Hey, Kleiner. Sieht so aus, als würdest du dich langsam an das Leben als Trainer gewöhnen. Wie fühlt sich das an? Ich fühle nicht viel. Ich fühle mich müde. Ich mag die Verantwortung. Aber es geht aufwärts, weißt du? Denk immer an eine Sache. Du bist nicht nur ein Trainer für diese Jungs. Du bist ein Beschützer und ein Hirte. Dank dir, Mick, werde ich das wohl nie vergessen. Es gibt immer noch eine Menge Leute auf der Straße, die Hilfe brauchen. Jetzt geht das wieder los. Ein guter Kerl aus dem Ghetto geriet in Schwierigkeiten. Er hat es geschafft, alle kriminellen Banden der Stadt auf einmal zu verdrängen. Wow, das erfordert Talent. Was hat er mit ihnen gemacht? Das kannst du ihn selbst fragen. Wir werden versuchen, den Kerl heute Abend zu fangen. Geh nach Sonnenuntergang dorthin und hilf ihm. Lass dir nicht zu viel Zeit. Ich will mir gar nicht ausmalen, was sie ihm antun werden, wenn sie vor dort sind. Hier nachts in die Ghetto-Stadt, was? Und hilf einem Typen. Gehe nachts in die Ghetto. Okay. Da waren wir auch schon. Die Donuts müssen wir auch noch holen. Dafür müssen wir stärker werden. Okay. Nachts in die Ghetto-Stadt. Das können wir ja mal machen. So. Wir gehen mal wieder rüber. Wobei. Achso, 19 bis 7 Uhr. Okay. Ich dachte gerade, 8 Uhr könnt ihr vielleicht noch als Nacht zählen. Gut, einmal rüber zu Bobo. Kostet ganz schön viel Geld, das Taxi dorthin. Aber was soll's. Arbeiten wir weiter. Unser Bonus hier ist auch gar nicht mehr so weit weg. Den Tag werden wir auch locker wieder rumkriegen. Was Nahrung angeht. Bei Bobo ist sogar unser Ass im Ärmel gesunken. Ganz so glücklich ist er anscheinend nicht mehr mit uns. Aber wir sind ja auch gar nicht mehr so oft da. So, einmal den rein, einmal den rein. Können wir bei Apo gleich nochmal was nachkaufen gehen. Ich glaube, Kochsets brauchen wir nämlich auch wieder. Ne, haben wir voll, haben wir eben gemacht. Ach Quatsch. Zurück. Einmal ins Haus, würde ich sagen. In 12 Stunden ist sowieso wieder Training. Dann könnten wir eigentlich jetzt nochmal weiter trainieren. Und dann was essen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Jo, machen wir mal. Wobei, ich kann ja auch hier rangehen, ne? Gucken, ob das mehr bringt. Ah, ich bin mir nicht so sicher. Wobei doch, das geht schon schneller, oder? Schön, dass das Ding für uns auch hilft beim Training. Na gut. Der hat Hunger. Anmelden tun wir uns immer noch nicht. Einmal wieder voll fressen. Aufs Sofa legen. Und ich denke mal... Hat 3 Stunden 15 noch. Wir können jetzt vielleicht nochmal trainieren. Bis da 1,5 steht. Und dann kommen die Jungs zum Training. So, ich muss sogar ein bisschen früher mal wegdrücken. Sonst verliere ich nämlich mehr Zeit. 1,55. Ah, vielleicht schaffe ich noch einmal. 1,35. Nein. Aber das ist eigentlich nicht so schlecht. Dann brauchen wir nur einmal aufs Gerät gehen. Das voll. 5 Minuten noch. Perfekt. Eigentlich mega pünktlich. So, rauf. Hat ganz bisschen nur gekostet, aber nicht so schlimm. Und Zeit fürs Training. So, die Jungs sind bereit. Ich dachte, wir haben... Naja, was soll's. Ich dachte, wir könnten einen mehr hier ranholen. So, die Jungs wollen bestimmt wieder sabbeln. Müssen das unbedingt machen. Aber dann werden wir heute auch kaum Geld verdienen. Einmal voll machen. Und dann gehen wir wieder an die Trainingsmaschinen. Und dann müssen wir zusehen, dass wir noch einen mehr kriegen hierfür. Schade, ich dachte jetzt, das eine Trainingsgerät reicht. Aber gut, werden wir heute nicht hinkriegen, was das Mindestziel zu erfüllen, aber nicht schlimm. Na, wo... Ne, das wird nichts. Ah, ganz knapp, aber das wird nichts. Das wird... Ich kann es mir nicht vorstellen. Ne, wird auch nichts. Doch, wir haben es geschafft. Mindestziel erfüllt. Schön. 214 Dollar empfangen. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Schön. Das freut mich sehr. Okay, jetzt ist aber auch unser Essen alle... Hey Trainer! Na, wir kriegen jetzt den 5. Mick! Was ist mit meinem Junge sein Abschied? Hast du das Video gesehen? Noch nicht, aber ich werde es mir ansehen. Hier ist ein anderes Video für dich. Das kannst du auch checken. So eine Party kann ich echt einfach nicht vergessen. Kannst du dir das vorstellen? In dieser Nacht wurde es so wild, dass wir einen Van geklaut haben. Was? Ich wollte es auch gerade sagen. Nicht wirklich ein Van, einen ganzen Wohnwagen. Wo jetzt Bobos Farm steht, gab es früher ein Wohnwagenlager und wir haben einen davon gestohlen. Das gibt's doch nicht. Dein Großvater ist gefahren. Weil er am nüchtersten war? Eher das Gegenteil, würde ich vermuten.
Und stell dir vor, mitten auf der Fahrt kamen Schreie von hinten, unheimliche Schreie. Der Großvater war sogar bei der Polizei, alles klar. Als ob jemand den Rüssel eines Elefanten um seinen Arm wickelt, wie ein Seil. Wendung um Wendung, fester und fester. Und was war das? Es war Bobo. Der kleine Jobo hat geheult wie eine Sirene. Wir mussten einfach den Van mit ihm drin stehen lassen. Jobo Bobo, wir stapften zu Fuß zurück zu Abus Laden. Und was dann? Was ist in Abus Laden passiert?